Es ist paradox, dass wir noch immer keine Spuren von Außerirdischen gefunden haben. Und es gibt sogar einen Namen für dieses Paradoxon, das Fermi-Paradoxon. Es beschreibt die eigentlich wirklich sehr seltsame Situation. Aliens sollten doch schon seit sehr langer Zeit existieren und Zeit gehabt haben, das Weltall zu erobern. Doch nirgendwo findet sich eine Spur, der Beweis dafür, dass es gar keine Außerirdischen gibt. Also, gibt es nun welche oder keine? Das klären wir jetzt bei Klicks zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Und am Ende des Videos habe ich noch ein kleines Goodie für euch. So, also ich gebe mich geschlagen, ihr habt das Thema jetzt hunderte Male vorgeschlagen, also hier ist es. Wenn es denn außerirdisches Leben geben sollte, und ihr wisst, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich gar nicht so klein, sollten wir es dann nicht überall um uns herum haben? Denn schließlich müssten intelligente Außerirdische doch in der Lage sein, die gesamte Galaxie zu kolonisieren. Und dann müssten wir doch über Hinweise zu ihnen nur so stolpern. Dem ist aber nicht so. Folgt daraus also die Schlussfolgerung, dass es keine intelligenten Außerirdischen gibt, dass unsere ganze Suche nach ihnen von vornherein erfolglos ist und war? Genau dieses Gedankenexperiment soll der Physiker Enrico Fermi im Jahr 1950 aufgestellt haben. Und zwar auf einem Weg zum Mittagessen, als er im Gespräch mit einigen seiner Kollegen über UFO-Sichtungen und die Existenz von Außerirdischen überhaupt war. Am Ende, so heißt es, soll er dann gesagt haben, "Where is everybody?" Dass wir trotz intensiver Suche keinerlei Spuren von außerirdischem Leben finden, sei einfach nur paradox. Und so sei es höchste Zeit, unsere Annahmen dazu oder aber unsere Beobachtungen in diesem Zusammenhang zu hinterfragen. Doch das Fermi-Paradoxon sorgt bis heute zu hitzigen Diskussionen. Diskutiert wird sogar, ob Enrico Fermi diese Behauptung überhaupt jemals aufgestellt hat. Der amerikanische Autor Robert Gray beispielsweise, der selbst nach Signalen von Außerirdischen gesucht hat, bezweifelt das sehr stark. Er ist nicht der Ansicht, dass Fermi jemals ein Wort über Außerirdische verloren habe. Gray ist dagegen der festen Überzeugung, dass das Ganze auf einem Missverständnis basiert. Denn schließlich habe man nur die Erinnerung von Fermis Kollegen. Der Satz "Where is everybody" aus Fermis Mund sei völlig anders zu interpretieren, als es das Fermi-Paradoxon verbreite. Ein Kollege erinnerte sich demnach noch sehr gut daran, dass Fermi selbst mitspekulierte, warum es bisher an außerirdischen Hinweisen fehlt. Der Physiker selbst habe überlegt, dass interstellare Reisen gegebenenfalls einfach noch nicht möglich seien oder dass den Außerirdischen der ganze Aufwand einfach nicht wert sei. So ging es bei seiner Frage also eher darum, warum eine Reise von Stern zu Stern nicht möglich ist. Das wundert jedenfalls nicht, denn zu diesem Zeitpunkt, also 1950, hatte noch keine Rakete die Erdumlaufbahn oder aber einen anderen Himmelskörper erreicht. Sputnik war noch nicht im Erdorbit angelangt. Fermi soll demnach aber keineswegs grundsätzlich an der Existenz von außerirdischem Leben gezweifelt haben. Doch das hat sich wohl so verfestigt mit fatalen Folgen. 1981 beschloss der amerikanische Politiker William Proxmire, das NASA-Programm namens SETI finanziell nicht weiter zu fördern. SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Und die Begründung für die Beendigung des Programms musste damals, also für die Begründung, tatsächlich das Fermi-Paradoxon herhalten. 1975 jedenfalls dachte der Astronom Michael Hart weiter auf dem sogenannten Fermi-Paradoxon herum. Er argumentierte tatsächlich, dass die Menschen die einzigen intelligenten Lebewesen in der Galaxie seien. Denn ansonsten hätte das außerirdische Leben doch bereits die gesamte Milchstraße erobert. Doch auch hier gibt es wiederum viele, die vehement dagegenhalten. Wer sagt denn, dass sie unbedingt neue Galaxien kolonisieren wollen oder unsere Galaxie? Vielleicht waren sie aber auch schon längst bei uns und die Beweise dafür sind zusammen mit den Dinosauriern von der Erde verschwunden. Und woher sollten die Außerirdischen überhaupt die Ressourcen haben, um unzählige andere Sterne zu bereisen? Jedenfalls ist die Bezeichnung Paradoxon irreführend. Denn wo ist der Widerspruch zwischen den beiden Thesen, wir finden hier keine Außerirdischen bei uns und irgendwo wird es Außerirdische geben? Schließlich weiß niemand, ob Reisen zwischen den Sternen überhaupt möglich sind. Fahrlässig ist es jedenfalls, die Suche nach Außerirdischen im Kosmos deswegen zu unterlassen, weil wir bei uns bisher keine Hinweise darauf gefunden haben. Schließlich haben wir bisher nicht einmal einen Bruchteil des Kosmos unter die Lupe genommen. Und wir berichten hier bei Klicks und Science Fiction ja immer wieder mal darüber, dass wir selbst hier auf der Erde krasse Erkenntnisse in diesem Zusammenhang machen. Beispielsweise, dass Mikroben auch bei extremen Temperaturen überleben können. Also, eigentlich sprechen alle Indizien für die Existenz von Außerirdischen. Wer weiß, was die nächsten Jahre bringen. Die Chancen für unsere Suche steigen jedenfalls, wenn beispielsweise das NASA-Weltraumteleskop James Webb Planeten auf die chemische Zusammensetzung ihrer Atmosphären untersuchen wird. Ja, und jetzt gibt es 10 Euro für jeden, ungelogen. Meine WhatsApp-Community hat mich gebeten, einen Special Deal auszuhandeln und ich habe ihn bekommen. Bei dem von Stiftung Warentest am besten getesteten Cashback-Portal
gibt es 10 Euro plus noch Sondercashback. Das Ganze bekommt ihr am morgigen Sonntag, wenn ihr euch hier bei WhatsApp anmeldet. Einfach draufklicken. Über WhatsApp erfahrt ihr auch von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Und am besten auch meinen Schwesterkanal. Klickt zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, dem Neuesten zu Indizien und Spuren von Leben auf dem Mars. Also da geht es ja auch schon weiter. Also bis dann. Bleibt dran.